Hallo, ich ist Lia, 2004. Und mir ist irgendwas eingefallen. Leute, stellt euch mal vor, Fußballschuhe würden vom Himmel fallen. Lol. Fußballschuhe sind vom Himmel gefallen. Und? Es sind Puma-Schuhe in 2 verschiedenen Farben der Evo Power. Und die werde ich jetzt unboxen. Erstmal mit dem pinken Schuh anfangen. Und oh mein Gott, das ist mega. Also es sieht schon mal von der Optik auf jeden Fall mega geil. Hier kann man auch zeigen. Mit Kunstrasen und Rasenstollen. Das ist mal was. Dann hier diese quer geschnittenen Streifen. Dann überall diese gelben Pigmente auf dem pinken Schuh hier auch. Gelb, gelb. Und hier hinten auch nochmal ein gelbes Puma-Zeichen. Die Stollen, die Rasenstollen sind auch gelb. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall der Schuh. So. Und die Verpackung natürlich genauso geil wie beim Evo Power. Das Unboxing zum Evo Power ist übrigens in der Beschreibung verlinkt, Leute. Und dann machen wir das doch mal ganz klassisch. So. Und dann jetzt noch hier der gelbe Schuh. So. Oh, shit, Leute. Und der gelbe Schuh, kann ich auch einmal zeigen, ist auch sehr geil. Hier auch wieder. Hier der gelbe Schuh mit den pinken Pigmenten. Pinke Stollen. Gelbe, naja, fast gelbe Kunstrasenstollen. Hier. Also okay. Das ist auch da in pink, hier in gelb. Hier der pinke Streifen. Die Hacke. Und ja, dieser Schuh ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer als der Evo Speed. Und ist auch, Evo Speed ist ja eher so für ein schnelles Spiel. Dieser Schuh, würde ich sagen, ist eher für einen Spielmacher gedacht. Zum Beispiel Cesc Fabregas trägt zum Beispiel diesen Schuh. Und ja, Leute, ein Test zu diesem Schuh wird noch kommen. Also auf jeden Fall. Und ein Vergleich zwischen diesem Schuh und diesem Schuh wird auch noch kommen. Und vielleicht kann man die auch sogar variieren. Das heißt, man trägt den Evo Speed und den Evo Power. Fände ich auf jeden Fall cool. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ja, der Link zu diesem Schuh und zu diesem Schuh und zu dem Unboxing von diesem Schuh ist in der Beschreibung verlinkt. Und tschüss!